Ja, das ist unsere Sophia. Sophia Princess. Unsere Havanneser Hündin. Heute spreche ich über den dritten Teil, den wichtigsten Teil der dreiteiligen Videoserie, wie man ein Standortdatenblatt im Rahmen eines Bauantrages der Mobilfunkbetreiber für neue Antennen kritisiert. In den ersten beiden Teilen habe ich erst die Begriffe, die Nomenklatur erläutert von diesen Standortdatenblättern und im zweiten Teil habe ich gezeigt, wie man so ein Standortdatenblatt nachkalkuliert. Und jetzt im dritten Teil, der darauf basiert, mache ich weiter mit der letzten Nachkalkulation und zeige, wo die möglichen Kritikpunkte sind. Ja, legen wir doch gleich los. Und ich zeige Ihnen mal die Zusatzblätter. Beziehungsweise wir fangen mal vorne an. Diesmal. Das sieht also so aus. Man sieht hier, bei welcher Gemeinde das eingereicht ist. Hier ist das Datum des Standortdatenblatts. Das sollte man mit dokumentieren. Ich packe das mal in die Zwischenablage und trage das in mein Formular hier mit ein. Jetzt habe ich hier ein neues Feld dafür angelegt, um das Datum und auch die Revisionsnummer, die war hier 1.12, Menge Revision und hier die Adresse, Standort von der Antenne. Das findet sich dann auf der dritten Seite. Das ist die Sielbruckstraße 3 in Baar. Damit ich das hier so übernehmen kann, habe ich vorab das gescannte Datenblatt. Wenn man das in Papierform kriegt und scannt, muss man das natürlich erstmal mit einem OCR-Programm bearbeiten. Da benutze ich eine neuere Version von Abby FineReader. Der ist ganz hervorragend. Er macht auch solche Tabellen, er kennt diese Tabellen und sodass man diese Werte also mit Cut und Paste übernehmen kann. So, diese Felder sollen nicht grün sein. Das habe ich jetzt nur gemacht, um mich daran zu erinnern, dass die noch nachgetragen werden sollen. Das sind auch normale rote Eingabefelder. Rot bedeutet Eingabefeld. Grau heißt, das wird berechnet, wird automatisch übernommen. Das haben wir also letztes Mal ausgefüllt. Da bauen wir drauf auf. Und ich wollte noch Quellenangaben machen. Mein Studium basiert auf Unterlagen der IG Rheinfelden für 5G, für ein umweltverträgliches Mobilnetz. Die haben am Freitag, den 13. März 2020, wohl einen Workshop gehalten, der hieß Rechnen und die Baueinsprache. Davon habe ich eine Menge gelernt und das ein bisschen weiterentwickelt und für meine Zwecke angepasst oder auch auf den neuesten Stand angepasst. Gut. So, zuerst interessiert nun das Zusatzblatt 1, weil die nächsten Seiten sind Zusammenfassungen aus den späteren Zusatzblättern. Das wird hier auch beschrieben. Das kommt also aus dem Zusatzblatt 3, aus dem Zusatzblatt 4. Dies kommt aus dem Zusatzblatt 2. Und dann haben sie das hier unterschrieben. Da ist auch mal interessant zu gucken, gibt es die Firma noch? Ne? Zum Beispiel
gibt es die Sunrise Communications AG nicht mehr, aber ich habe schon eins gefunden. Das wurde abgestempelt mit Sunrise Communication AG und zwar Monate nachdem diese Firma fusioniert ist und unter neuem Namen firmiert. Fraglich, ob das Standortdatenblatt, was also erst nach Auflösung dieser Firma abgestempelt und eingereicht wurde, ob das überhaupt gültig ist. Da kann man dann also auch noch mal darauf hinweisen und das zurückweisen als unzulässig, weil schließlich wird hier also verbindlich erklärt, dass die Angaben vollständig und korrekt sind und hier Verantwortung übernommen von einer Firma, die es nicht gibt, sollte man zurückweisen. So, Zusatzblatt 1, berechnet ausgehend von den Antennendaten, die wir also auch schon erfasst hatten auf späteren Seiten. Aber hier geht es darum, den Radius des Perimeters zu berechnen. Und zwar heißt der Begriff genau Anlageparameter. Und dazu habe ich folgende Erklärung. Die kumulierte Sendeleistung eines Sektors, also des stärksten Sektors, und daraus wird der Anlageparameter berechnet. Und wenn innerhalb dieses Kreises schon eine Antenne steht, müssen beide als eine Anlage berechnet werden. Anlage. Also eine Anlage, mehrere Antennen. Hier wird von den Telekom-Teams oft so gerechnet, dass eine nahegelegene Antenne gerade mal einen Meter weiter entfernt ist, wie dieser Parameter, also gerade mal eben zulässig. Insofern kann ein gefundener Fehler auf diesem Blatt zu unserem Gunsten einen Bauantrag zu Fall bringen. Vor Beginn einer NIS-Beurteilung muss bestimmt werden, welche Sendeantennen zur Anlage gehören. In der Regel ist es ein Mast mit mehreren Antennenrichtungen, wie vorgelegt. Gibt es aber zwei oder mehrere Antennenstandorte in einer Gruppe, so müssen diese gesamthaft als eine betrachtet werden und in die Berechnungen mit einfließen. Der maßgebende Faktor, ob zwei oder mehr Antennen als Gruppe behandelt werden müssen, ist der Anlageperimeter. Perimeter ist wohl ein anderes Wort als Radius. Nicht, dass ich hier, wir lassen das, das ist also ein Radius bis oder Abstand bis hin, innerhalb dessen die Antennen als eine Anlage gelten. Die Berechnung in unserem Beispiel mit den Angaben wie vorher ergibt 116 Meter. Befindet sich ein weiterer Mast außerhalb dieses Perimeters, muss er nicht dazu gerechnet werden. Und darauf achten die Telekoms oft, dass sie also genügend auseinanderstehen, damit sie andere Antennen nicht mitrechnen, weil sonst versauen sie sich die NIS-Berechnung, weil dann, wenn man das zusammenrechnet, natürlich die Strahlenlast höher ist. Frechheit ist natürlich, wenn sie gerade mal einen Meter weiter sind, dann ist die Strahlenlast immer noch für die Anwohner von zwei Seiten. Aber gesetzlich oder nach Interpretation des Gesetzes lässt man das im Allgemeinen durchgehen. Aber hier ist natürlich schon mal ein Ansatz und deswegen habe ich das mit in mein Formelblatt mit aufgenommen. Der Anlageperimeter. Und zwar kann man hier natürlich kurz das Wichtigste übernehmen, halt nur das, was zählt. Wir haben hier die Antennen 1 bis 6, 7, 8, 9. Die haben wir ja hier in einer Reihe. Ich habe hier die Möglichkeit bis 18 genommen. Hat es auch schon gegeben, dass 18 Antennen auf einem Mast sind. Aber das macht hier in der Rechnung keinen Unterschied. So, und jetzt haben wir hier die Werte
Entscheidend sind ja nur, also diese Nummern sind belanglos. 500, 500, 500, 700, 700, 700 und dann 300, 300, 300 wird was? 500, 500, 500, 3x 700, 3x. Ja, jetzt kommen wir auf die 300. Und die haben sie sich ja runtergerechnet. Denn in Wirklichkeit wollen die das mit 1500 betreiben und dann Korrekturfaktor. Schreiben die eben nur ein Fünftel hin. Sie schreiben nicht das hin, was sie wirklich als Sendeleistung rauspusten, sondern schon runtergerechnet. Das ist eigentlich Augenwischerei. Es wäre fairer zu sagen, wir senden hier mit 1500, ne, dass hier eine 1500 steht, und dann in der nächsten Zeile dank Korrekturfaktor brauchen nur 300 gerechnet werden. Das wäre eine faire Darstellung. Machen sie aber nicht. Und hier an dieser Stelle spielt das auch gar keine Rolle. Da wird nämlich der Korrekturfaktor gar nicht, kommt gar nicht zum Tragen. Ich trage mir erst diese 300 ein, damit man sieht, dass die Formeln richtig eingetragen sind und wir eigentlich aufs gleiche Ergebnis kommen. Jetzt kommen die Hauptstrahlrichtungen. Das sind ja eigentlich nur drei, die sich dann zweimal noch wiederholen. Und das war 40, 200, 300. 40, 200, 300, das sich dann nochmal wiederholt. So, und hier berechnet das Blatt auch schon für jede dieser drei Richtungen die Gesamtleistung und zeigt hier die höchste Leistung dieser vier Richtungen an. Dies muss man manuell entscheiden, ist aber in diesem Fall egal, weil das bei allen dreien gleich ist. So, dann haben wir hier den Frequenzfaktor übernommen, der kann auch anders sein. Wir kommen hier aufs gleiche Ergebnis, die 40 und die 1500 und die 2,1. Und daraus errechnet sich 81,33 durch dieses, es wird hieraus die Wurzel gezogen und das mit der Zahl multipliziert, das ist die Formel. Das ergibt diesen Radius in Meter. Da sind wir also überein. Nur, wenn wir jetzt hier 1500 eintragen, dann sieht das natürlich ganz anders aus. Dann sind wir nämlich bei 2000. 700 Watt und das gibt einen ganz anderen Perimeter, nämlich von 109 Meter. Und jetzt die Frage, haben wir in 109 Meter Entfernung eine zweite Antenne? Hier muss ich mal kurz unterbrechen. So, da bin ich wieder nach kurzer Pause. Ich musste an die Tür. Wir waren beim neu gefundenen Anlagenperimeter von 109 Meter. Jetzt ist die Schlüsselfrage, gibt es eine zweite Antenne in der Region? Und das habe ich auf der Karte des Bundes überprüft. Das war ja diese map.geo.admin.ch. Dort habe ich hier die Adresse eingetragen von der Antenne, hier den Standort verglichen, gefunden, auch anhand des Vergleichs der Bauunterlagen. Da sind ja Zeichnungen drin. Das ist also die Antenne und siehe da, hier ist also in 85 Meter Entfernung eine weitere Antenne. Wenn ich die anklicke, bekomme ich auch ein paar Daten dazu. Nichts sagen, ne, immerhin, dass es 5G, 3G und 4G ist mit mittlerer Sendeleistung, was immer das bedeuten soll. In 85 Meter Entfernung. Tja, so haben die sich das gedacht. Die haben angegeben, wollen wir das? Sie haben gesagt 81 Meter. Da waren also 4 Meter Luft. Sie sind auf der sicheren Seite. Ja, aber nur, wenn die Zahlen stimmen. Wenn man sie jedoch korrigiert,
dann kommen wir natürlich zu anderen Ergebnissen. Denn 109 Meter schließt diese Antenne ein und damit ist beides zusammen eine Anlage und müssen die Werte zusammengerechnet werden. Wir fordern also jetzt das Standortdatenblatt der anderen Antenne an. Ja, man kann noch rausfinden, welcher Standort das ist. Das ist hier Sielbruckstraße. Ja, man kann hier also noch die Gebäudedaten anfordern. Ich gebe Gebäude ein. Und dann haben wir hier ein Gebäude- und Wohnungsregister oder Gebäudeadressregister. Und das führt dazu, dass jetzt hier die Hausnummern eingetragen werden. Wir wissen jetzt also Sielbruckstraße 4b. Die Antenne ist auf 3b. Und so können wir anfordern, dass wir das Standortdatenblatt von Sielbruckstraße 4b ebenfalls sehen wollen. Gut, da haben wir schon mal gleich am Anfang einen Erfolg. Sowas motiviert ja. Aber wir machen weiter, als bräuchten wir noch mehr Argumente. So, das war die Kalkulation aus dem Zusatzblatt 1. Im Zusatzblatt 2 ist die Berechnung der maximalen Einspracheberechtigung. Das sieht so aus. Das Endergebnis ist hier. Wieder so eine Formel mit Wurzel. Läuft auf 542 Meter hinaus. Das ist die maximale Distanz für die Einspracheberechtigung. Könnte man natürlich auch ausrechnen. Wir haben das auch automatisch hier mit drin, auf der gleichen Seite. Das geht hier unten weiter. Auch die hat sich jetzt also vergrößert von 500 etwas auf 700 etwas. Denke ich, ist aber für die Praxis egal, weil wir finden eh in einer Gemeinde genügend Einsprecher, die auch dichter dran sind. Da kommt es auf die paar hundert Meter nicht an. Es ist auch so, dass wir beim Unterschriftensammeln gar nicht auf diese Berechtigungsgrenze achten, sondern das machen wir nur bei den Haupteinsprechern, die vorne ins Formular in unsere Einsprachetext aufgenommen sind als Haupteinsprecher. Da achten wir natürlich drauf, weil sonst könnte das Ganze als unrechtens abgelehnt werden, ein Formalfehler. Aber wir sehen zu, dass wir Hunderte, wenn nicht Tausende Bürger gewinnen können zu unterschreiben, weil das ist die Aufklärungsarbeit und da werden wir letzten Endes gewinnen, wenn wir die Bürger gewinnen. Es reicht nicht, dass einige Aktive überzeugt sind, dass das schädlich ist, sondern aber wir haben guten Erfolg, also von 10 Angesprochenen unterschreiben 7 auch ohne lange Überzeugungsarbeit. Also wenn einer anfängt zu diskutieren, dann wende dich gleich ab dem Nächsten zu. Das lohnt meistens nicht. Das vergeudet nur unsere Zeit. 70% der Leute sind spontan und ohne weitere Überzeugungsarbeit dabei. Und die finden wir auch bei, 300 Meter Umkreis. Am besten, man fängt da an, wo unmittelbar um den Gebäude herum die nächsten Bewohner. Die sind ja auch am stärksten belastet. So, ich mach mal hier aus der Liste. Hintergrunddaten. Wo ist es jetzt geblieben? Funksender. Dargestellte Karten.
Gebäudeverzeichnis. Das schalte ich wieder aus, dann gehen die Nummern hier weg. Und hier können wir im Einzelnen schauen, welche Antennen in der Nähe sind. Ja, hier ist noch weitere, aber die sind weit genug entfernt. Also, weiter im Text. Zusatzblatt 2 waren wir, war der die Entfernung, die Distanz für die Einspracheberechtigung. Das ist eigentlich das Datum, was wir als erstes anschauen und von Interesse ist, weil so wie wir das wissen, machen wir einen Flyer, in dem wir auch diesen den Kreis zeichnen, der dann sich daraus ergibt. Ne? Löschen also dieses und machen stattdessen einen Kreis in der Entfernung von 500, wie viel waren das? 542. So, Klick, Doppelklick. Dies hier schließen. So, jetzt haben wir da den Kreis und davon machen wir einen Screenshot und der kommt dann in den Flyer und der wird dann vor allen Dingen eben in diesem Quartier verteilt. Den kann man natürlich auch gerne mit der größeren 700 etwas machen, weil das ja unsere Vorstellung davon ist. Wir müssen aufpassen, dass wir wirklich aus der höheren Nähe Haupteinsprecher haben, nicht, dass es deswegen ungültig erklärt wird. So, weiter im Text. Jetzt geht es weiter hier im Blatt. Da habe ich hier noch Felder zugefügt mit der Adresse. Dann eine Nutzung. Arbeitsplatz, das steht auch hier drin, die Nutzung. Wir sind ja beim Zusatzblatt 4 gelandet inzwischen. Nutzung, Arbeiten. Beziehungsweise es war nicht oben 2, sondern wir arbeiten am oben 6. Das ist ein paar Seiten weiter. Oben 5. Um 6 auch da arbeiten. So, dann haben wir noch zwei Felder nachgefügt, nämlich die Zone der Antenne und Zone des Omens. Damit sind die Bauzonen gemeint. Auch die gehören beide eigentlich als rot. Nur hier zur Erinnerung in grün. Und das finden wir, welche Zone das ist, finden wir auch hier aus diesem Kartenmaterial dargestellte Karten. Und zwar geben wir dazu ein Bauzone. Und da taucht hier unten die Karte hinzu. Bauzone, da sind sie auch schon. Die ist hier lila. Und hier haben wir eine gelbe. Aber diese Objekte sind alle im lila Bereich. Und wenn wir da reinklicken, vielleicht an einer freien Stelle, dann bekommen wir da, dann wird die markiert, hervorgehoben. Und hier sehen wir Hauptnutzung, Arbeitszone. Wenn wir hier reinklicken, wird die Zone markiert und da sehen wir Wohnzone. Aha. Orange ist also Wohnzone, lila Arbeitszone. Dann gibt es hier noch was, Lachsgelb, Mischzone. Gut. Interessant sind außerhalb dieser Bauzone, weil da darf eigentlich keine Antenne gebaut werden, außer mit einer Sondernutzungsgenehmigung, also im landwirtschaftlichen Bereich. Also insofern lohnt es sich da auch immer, diese Zonenplan aufzurufen und sich das zu vergewissern, weil das eben ein Punkt ist, eine Sache,
nicht vielleicht direkt zu Fall zu bringen, aber zumindest zu erschweren oder Zeit zu gewinnen, weil diese Sondernutzung bekommen sie in der Regel. Das sind die gleichen Behörden, die das auch sonst so akzeptieren wollen. Aber man kann da was machen. So, also die Antenne selbst ist in der Arbeitszone. Das schreiben wir also hier rein. Arbeitszone. Und der Omen ist in der gleichen Zone in diesem Fall. Ebenfalls Arbeitszone. Und jetzt sehe ich hier einen Fehler im Formular. Denn hier muss natürlich stehen Zone Omen. Sonst weiß man ja nicht mehr, was das ist. Ne? Zone Antenne. Noch ein bisschen kleiner und rechtsbündig. So, jetzt ist auch das dokumentiert. Als nächstes gehen wir hier weiter. Die Zusatzbezeichnung Antennentyp. Natürlich aus der entsprechenden Stelle des Blattes, allerdings nicht hier, sondern auf Zusatzblatt 2. Da müssen wir wieder zurückblättern. Und hier haben wir diese Bezeichnung. Und das ist schon mal doppelt gemein, weil wenn ich diesen Begriff nehme, um rauszufinden, was ist denn das für eine Antenne, und gibt das in Google ein. Hier ist noch ein Fehler da. Hier Zeichen weg. Und da sagt er einem schon, schaut aus, als gibt es nicht viele Treffer für diese Suche. Hier immerhin ein anderes Standortdatenblatt. Das können wir ja mal downloaden und haben hier also ein Vergleichsdatenblatt aus Hombrechtikon mit der gleichen Antenne. Das ist schon mal ein bisschen was, weil manchmal stellt man bei den Antennendiagrammen hinten, das sind diese Teile, Moment, diese hier, bei diesen Antennendiagrammen fest, dass, obwohl sie sich auf die gleiche Antenne beziehen, mit den gleichen Schlüsseldaten, die Diagramme anders ausschauen. Und da kann man sich dann natürlich auch gleich drüber aufregen, weil das zeigt, dass sie da eigentlich eine Beliebigkeit reinbringen und das keine exakte Wissenschaft ist, was sie da einem präsentieren, wenn man eine Abweichung findet. Ich habe also durch meine Sammlung vieler Standortdatenblätter Fälle gefunden, wo eine und die gleiche Antenne vier verschiedene Diagramme hatte. Und da kann man sich natürlich immer drüber freuen und dokumentiert das dann, indem man diese Seiten als Beweis einreicht. Ja, aber weiter kommt man hier auch nicht. Hier wird das ähnlich sein, ja. Das ist dann wohl im Welschland ein Standortdatenblatt, nehme ich an. Jawohl. Das gleiche auf Französisch. Neufville. Insofern, ja, lohnt sich das. Guck mal, hier haben sie nicht mal kein Antennendiagramm dabei. Oder ist das in einer anderen Reihenfolge? Nein. Die haben hier das Antennendiagramm gar nicht erst beigefügt. Frech. Ja,
Also noch weniger Daten als bei uns. Und ansonsten gibt es hier nichts zu dem Begriff. Und das liegt daran, dass dieses hier hinten überhaupt nicht zur Typenbezeichnung dazugehört. Das haben die einfach angefügt. Damit meinen sie hier 700, 800, 900 Megahertz. ADI ist wohl irgendwie Antennendiagramm, was weiß ich. Also das kann man getrost löschen hier. Und ich nehme auch an, auch dies hier kann man noch löschen. Auch das hier kann man noch löschen, weil das höchstwahrscheinlich nur Revision 4, Version 0 oder sowas bedeuten soll. Ist aber Spekulation, man kann es auch erstmal so versuchen mit R. Und schon bekommt man also mehr Ergebnisse. Immerhin erfährt man jetzt hier, dass das was mit Huawei zu tun hat. Hier haben wir noch ein anderes Dokument. Eines. Gut, will ich jetzt nicht weiter untersuchen. Der Punkt ist, das mal so, wie ich vermute, wie das Modell heißt, ohne R, und da gibt es dann auch schon 31 Ergebnisse. Und am interessantesten sind natürlich die Datenblätter, die wir direkt bei Huawei finden können. Das wäre also hier. Und eventuell hier, Script.d ist eine Website, die einfach nur Dokumente sammelt und zur Verfügung stellt. Da gibt es dann Probekonten, die man anlegen kann für 30 Tage kostenlos und danach muss man dann bezahlen. Und hier haben wir tatsächlich so ein Datasheet. Wobei, was wir nicht brauchen können, ist jetzt Montage oder so. Wir wollen also die Leistungsdaten haben. Das sehe ich jetzt nicht auf einen Blick. Antenne integrated. Das sind nämlich die mechanischen Eigenschaften, also wie breit, hoch, schwer, wie viel Winddruck hält es aus und so weiter. Schauen wir mal, was bei Huawei rauskommt. Ja, da ist es eine allgemeine Werbung. Kann helfen. Wir suchen nach 4518 AHP. Aber das ist kein AHP. Eine Suche. 45, 18. Tja, das ist eben auch kryptisch. Ne? Wir haben hier zwar drei Einträge mit 45, 18, aber AQU und ADU. Keine Ahnung, ob da ein Zusammenhang ist. Ne? Schauen, ob es noch mehr gibt als die drei. Nein. Das kreist nur um die drei. Also da kommen wir auch nicht weiter. Also was wir sehen ist, wir finden keine Datenblätter, technischen Datenblätter. Hier haben wir AHP Datasheet. Direkt vom Hersteller. Und das hat einen guten Grund, weil unsere Mobilfunkbetreiber die Hersteller gebeten haben, diese Datenblätter geheim zu halten, weil die ihnen im Wege sind für die Anträge, weil wir daraus erkennen könnten, dass diese Antennen viel mehr leisten, als sie behaupten. Ja, sie behaupten, die mit 300 Watt zu betreiben, aber diese Antennen liefern 30.000 Watt, also das 100-fache.
Und das wollen sie vertuschen und deswegen haben sie Huawei gebeten, die zurückzuhalten. So, in einem Fall habe ich über Umwege eigentlich direkt aus China über Beziehungen zu einem chinesischen Techniker eine solche Huawei-Antenne bekommen und konnte das vergleichen mit dem Datenblatt der Swisscom und feststellen, Swisscom lügt. Das ist ein Fall in Murgarten und da haben wir das auch benutzt, um unsere Beschwerde beim Kantonsrat einzubringen. Und das ist so eine Musterstudie von mir, die gebe ich gerne auch raus. Die kann man auch verwenden für andere Fälle, selbst wenn das nicht um Huawei geht, sondern vielleicht um Ericsson oder um Huawei und einen anderen Typen. Weil das zeigt auf, dass die Mobilfunkbetreiber in der Pflicht sind, die ganzen Datenblätter zur Verfügung zu stellen. Und dass die Angabe von so einer kurzen Information über den Typen eine Unverschämtheit ist. Dazu vertuschen sie den noch, indem sie noch was hinten dran hängen, sodass man es gar nicht finden kann. Also das ist eine Frechheit. Ne? Versuch mal ein Auto, Neuproduktion aus China hier zu importieren, das wird dir nicht gelingen, weil da müssen erst 1000 Tests und Zulassungsprüfungen gemacht werden, Abgasprüfungen und was nicht alles, bis die also eine Genehmigung kriegen, dass ihre Fahrzeuge hier importiert und auf den Straßen laufen können. Aber diese Antennen sind quasi anonym und ungeprüft, zumindest von der Öffentlichkeit nicht prüfbar, werden die montiert. Und es ist die große Überraschung, was da eigentlich hinter steckt. So, das. Deswegen, da muss man also gleich einhaken und sagen, Moment mal, also dieser Typ kennen wir nicht, haben wir keine verlässlichen technischen Datenblätter. Nicht mal der Hersteller wird hier erwähnt. Das kann man also nur spekulieren, dass das hier Huawei ist. Huawei wird gar nicht erwähnt. Eine Frechheit. Ne? Da muss also wirklich drauf rumgeritten werden, dass das also kein akzeptabler Zustand ist. So, die nächste Zeile, adaptiver Betrieb. Da wird hier behauptet, nein. Und das, obwohl diese Antenne meines Wissens eine adaptive ist. Die tauschen nämlich alle alten Antennen, die nicht adaptiv waren, die sogenannten passiven Antennen, wie es früher war, die man einmal hinstellt und die in alle Richtungen gleichzeitig strahlen, die werden ausgetauscht durch adaptive Antennen, die also ihren Strahl ausrichten können. Und damit werden auch die alten Dienste bedient. Also dies sind ja die alten Dienste 3G und 4G, während das hier 5G ist bei den hohen Frequenzwerten. Und auch die werden eben ausgetauscht mit hochmodernen adaptiven Antennen. Und meines Erachtens hat hier ein Ja zu stehen mit dem entsprechenden Angabe der Subarrays, die natürlich die entsprechenden Korrekturfaktor ermöglichen, den Sie höchstwahrscheinlich hier längst heimlich eingerechnet haben. Aber dadurch, dass das also gar nicht benannt wird, also weder nennen Sie den Korrekturfaktor noch die wirkliche Sendeleistung, sondern nur die reduzierte Sendeleistung, wird das alles vertuscht. Und das BAFU spielt mit und hilft bei der Vertuschung, was eine Frechheit ist. Gut, die Höhe der Antenne, ob das richtig angegeben ist, spielt natürlich eine Rolle, weil wenn Sie die zu hoch angegeben haben, höher als sie gebaut werden soll, dann reduziert das natürlich die Strahlenlast auf dem Papier in der Rechnung.
Ich habe das noch nie überprüft und immer geglaubt. Man kann es eben überprüfen, indem man hier nach hinten blättert in die Baupläne. Und manchmal ist man ganz überrascht, dass also so eine Sache, dass man bei so einer Sache fündig wird. Ne? Hier haben wir also so den Bauplan mit Angabe der Referenzpunkte, der Nullpunkte, ne, oder Höhenquote 0 nennt man das ja auch, was hier als Nullpunkt bezeichnet ist. Unten am Boden, ne, haben Sie hier unten den Boden, auf dem das Gebäude steht, als Nullpunkt oder Höhenquote 0 genommen. Oder hier oben als Referenzpunkt das Dach. So, und da wünscht man sich, dass der Scan eine höhere Qualität hat, weil wenn ich jetzt hier das aufzoome, ist da nicht mehr viel zu erkennen. Manchmal bekomme ich auch nur Fotos, die auch nicht viel besser sind. Aber hier sehen wir also die Angaben 20,5 und 19,0, nehme ich an, für Antennengruppe 1 und 2. Umgedreht. Der Mast, die eigentlichen Antennen, den Fuß, das Dach. So, das ist auch stimmig. Das sind die Werte, die wir hier unbesehen geglaubt haben. Stehen sie hier? 20,5 und 19. So, es steht das auch im Datenblatt auf Seite 7. Und hier 19. Wenn das Tippfehler wäre, lohnt sich's da mal drauf zu gucken und zu schauen, was ein solcher Verschreiber, der natürlich auch mal passieren kann, für eine Veränderung in der Rechnung bewirkt. So, das nächste ist Azimut. Das sind die Richtungen, in der die drei Antennengruppen sind. 40 Grad, 200 Grad, 300 Grad. Das gleiche auch hier, die gleichen Winkelangaben, die man Azimut nennt. Auch die kann man hinten unten aus den technischen Zeichnungen nehmen. Habe ich auch bisher noch nicht überprüft oder in Frage gestellt. Aber es ist schon erstaunlich, was man für Fehler findet, wenn man mal was nachprüft. Manchmal hilft da ein bisschen die Intuition. So, bei der Zeile 17, die ERP-Sendeleistung, da korrigieren wir natürlich aus den 300 Watt, die Sie hier angegeben haben. Bei 16 Subarrays haben Sie einen Korrekturfaktor von 20% genommen oder ein Fünftel. Und hier sehen wir, dass sie auf 4 Volt pro Meter kommen, was zulässig ist. Wenn wir hier aber die 1500 eintragen, ups, 1500, dann sind wir schon drüber. Na, mit dem Wert dürfte die Antenne gar nicht betrieben werden. Bundesrat hat das aber erstmal genehmigt, was er auch nicht darf, weil das sind ja gesetzliche Vorschriften und auch der Bundesrat muss sich ans Gesetz halten. Er darf es höchstens mal interpretieren, aber das ist viel interpretiert und deswegen wird das vor Gericht behandelt. Meines Wissens ist das schon beim Bundesgericht die Klage, um rauszufinden, den Bundesrat da zu stoppen.
gibt. Dann sind wir hier bei den Neigungswinkeln. Da kann man sich so richtig verausgaben. Es gibt also einen mechanischen Neigungswinkel und einen elektrischen, und die beiden werden addiert, und so dass es hier landet. Aber ich steige da gar nicht ein. Hier sehe ich gerade, dass die Formel falsch ist. Das muss natürlich addiert werden. Mir das mal, damit ich das später korrigieren kann. Aber ich gehe da gar nicht weiter rein, weil der spielt nur eine Rolle, wenn man an die Antennendiagramme glaubt. Und da komme ich gleich drauf zu sprechen. An die glaube ich nämlich nicht, die sind falsch. Und wenn die falsch sind, dann sind diese Winkel ziemlich belanglos. So, hier tragen wir Höhe über Boden ein und Höhe über Höhenquote 0. Höhe über Boden, das ist direkt die Höhe in diesem Gebäude des Omen, also in der Lettichstraße 4a, auf der ja übrigens diese zweite Antenne ist. Ne? Das ist ja schon die Frechheit. Wo hatten wir das? Hier nehme ich mal aus der Zeichnung die Bauzonen wieder raus. Das ist ja die Lettichstraße 4a. Ne, 4b. 4a ist dies hier. Ne? Also da ist die zweite Antenne. Die kriegen jetzt hier die volle Breitseite von zwei Seiten, von hier und von da. Aber es wird ihnen jetzt nur dies vorgerechnet und gesagt, das geht gerade, da seid ihr mit 4 Volt pro Meter belastet, und das wird hier auch der Fall sein. Aber die dürfen sich nicht beklagen, dass sie den Grenzwert zweimal fast in Anspruch genommen wird. Also, das ist die Höhe in diesem Gebäude Lettichstraße 4a vom Boden. Wie hoch ist diese Etage? Dieses erste Obergeschoss. Und hier ist die Höhe, das sind ja nur 2 cm, eigentlich belanglos. Es wird erst interessant, wenn das mehr ist, da würde ich also gar nicht groß nachrechnen, gegenüber der Höhenquote 0, die also am Bau der Antenne ist, also im Nachbargebäude. Die sind also ziemlich in einer Ebene. Aber wenn wir jetzt eine Hangsituation haben, dann lohnt es sich schon, das zu überprüfen. Und dafür habe ich ein eigenes Sheet angelegt. Ne? Das sind diese Sheets, die man hier unten hat. Also eine Datei, eine Tabellendatei umfasst verschiedene Sheets. Und hier habe ich also ein Sheet für die Berechnung der Höhenquote, und da kann man das also detailliert eintragen und nachrechnen. Und da bin ich tatsächlich auch auf eine Differenz von über 2 Meter gekommen, was dieses Objekt betrifft. Ja, hier werden wieder die grauen Felder werden automatisch übernommen aus dem Blatt vorne, also die Adresse. Das ist eben damit, wenn man das jetzt dokumentiert, können ja hier mit einem Knopfdruck eine PDF-Datei davon erstellen, um das dann als Beweis einzureichen in irgendeinem Schriftwechsel. Da haben wir also jetzt die Adresse der Antenne und die Adresse des Ohm. Und haben hier Höhenquote 0 bei der Antenne, die Angabe, und die beim Omen, ne, sind nur
70 cm Unterschied oder 69. Aber jetzt ist die Schlüsselfrage, wie hoch ist der Ohmen über Boden? Und da habe ich erstmal den Wert eingetragen, wie er im Zusatzblatt von der Swisscom angegeben wurde, nämlich 6,16 Meter. Ich komme aber auf einen anderen Wert, nämlich nicht auf 6,16, sondern auf 8,30 Meter, was immer ein Unterschied von 2,14 Meter ist. Und das spielt natürlich bei der Berechnung der Strahlung durchaus eine Rolle. Ja, weil dadurch, dass meines Erachtens diese Räume 2 Meter höher sind, sind sie dichter an der Antenne dran und die Dämpfung durch den Abstand wird dadurch geringer. Und jetzt zeige ich, wie man das berechnet. Und zwar berechnet man Anzahl der Geschosse. Meines Erachtens in diesem Fall 2. Und als Geschosshöhe wird 2,90 Meter als Standard genommen, was bei modernen Gebäuden meistens stimmt. Das wird wohl so ein Normwert sein. Daraus ergibt sich aus der Multiplikation die Anzahl der Geschosse und der Geschosshöhe. So, der Messpunkt ist aber immer die Person, die Brust der Person, die in dem Geschoss steht. Also da kommen immer noch 1,50 Meter dazu. Und das Erdgeschoss ist in der Regel auch nicht ebenerdig, sondern beginnt 1 Meter über dem Boden. So ein bisschen erhöht, darunter ist immer noch Keller und Fundament. Und wenn man das jetzt addiert, die drei Werte, dann kommt man auf 8,30 Meter. So, der Unterschied liegt darin, dass tatsächlich es hier ja nicht das zweite Obergeschoss ist, sondern wie es hier ja auch steht, das erste Obergeschoss. Aber deswegen habe ich hier reingeschrieben, Google Street View. Wenn wir uns mal Google Street View angucken für diese Adresse, das ruft man auf über Maps, nicht Map, sondern Maps. Und wir geben mal hier oben Adresse ein. So, jetzt sehen wir das hier, das ist das Gebäude. Und hier haben wir auch schon das erste Foto. Und noch besser sieht man das, wenn man auf Street View geht. Dazu klicken wir dieses gelbe Mannequin an und nehmen den nächstgelegenen blauen Linie. Überall, wo blau ist, ist der Street View Fotowagen gefahren. Dann nehmen wir die nächste Stelle. Und da ist es auch schon, das Gebäude. So, und wenn du dir das anguckst, dann ist dies ja nicht der erste Stock. Sondern, ne, weil das ist kein Wohngebäude, wo also 2,90 Meter Abstand ist, sondern hier unten ist eine Halle und die hat die doppelte Geschosshöhe. Und da drauf ist dann noch eine Wohnebene oder Büroebene und offensichtlich ist hier auch noch Raum, also das ist ja auch eine Überhöhe. Ne? Also wenn man das, man könnte das auch hiermit vergleichen, wenn wir jetzt mal uns hier umschauen, das ist also das Gebäude, dieses Grüne. Naja, das ist nicht sehr maßgeblich. Und man kann hier recht gut recherchieren. Wir fahren hier also mal herum und vergleichen mal das Gebäude mit den Nachbargebäuden. Es ist ja auch so, dass in jedem Baugebiet immer so eine Maximalhöhe zulässig ist. Hier kann man das also vielleicht ganz gut sehen. Wir haben hier nämlich ein 1, 2, 3, 4-etagiges Gebäude und das ist auch nicht viel größer als dieses hier. Das heißt, dieses erste OG ist eigentlich fast schon wie die dritte Etage, aber zumindest wie die zweite Etage.
Und deswegen habe ich da in der Nachkalkulation einen höheren Wert genommen. Das ist allerdings eben auch ein Faustwert, indem ich hier 2 Geschosse gemacht habe. Könnte sogar 3-geschossig sein. Bei 3 Geschossen wird der Wert natürlich dementsprechend höher. Vermutlich ist die Wahrheit irgendwo dazwischen, zwischen 5 und 2 Meter. Vielleicht bei 3 oder 4, 3,5. Man könnte natürlich auch tatsächlich dahin gehen, versuchen da reinzukommen, Einlass zu bekommen und einfach mal messen. Na, dass man hier in die Brusthöhe, von der Brusthöhe einfach ein Lot aus dem Fenster hält und das ausmisst, was da der Farben, um da auf die richtige Höhe zu kommen. Weil das spielt natürlich eine Rolle. Ich zeige das hier mal. 6 versus 8,3. Ja, wir haben hier jetzt die 6 eingetragen und kommen auf 5,29 Voltmeter. Oder wir nehmen mal tatsächlich noch hier diese 300 wieder an, so wie die das behaupten, und tragen jetzt, da sind wir bei 4 Voltmeter, alles im grünen Bereich, und jetzt tragen wir hier mal 9 Meter ein. Das scheint ja nicht viel geändert zu haben. Prüfen. 14. Ja, das scheint nicht viel ausgemacht zu haben. Also das ist die Mühe nicht wert dafür. Ins Detail zu gehen, erkenne ich gerade. Ne? Ist auch gut zu lernen, an welchen Punkten lohnt es sich, kritisch zu sein und wo ist es belanglos. Ja, also kommen wir zum nächsten Punkt. Das war also die Zeile 27, Höhe über Boden. Zeile 28, der horizontale Abstand. Das ist der Abstand zwischen Antenne und Boden, und da bin ich wieder fündig geworden. Und zwar überprüft man den wie folgt. Wir gehen also wieder auf unsere Zeichnung, Kartenmaterial des Bundes. Wo war das? Hier. Nee. Ist mein Kartenmaterial geblieben? Das ein bisschen ran, das mache ich hier mit dem Stellrad und zeichne, messe. Es geht um dieses Gebäude und die Antenne ist hier unten. Da klicke ich einmal ran und hier bis zum Fenster. Ist da überhaupt ein Fenster? 44 Meter, Doppelklick. Da haben wir sie. Die haben nämlich aus diesen 44 Metern 56 gemacht. Die sind also 11 Meter weiter gegangen, hier vielleicht in die Mitte von dem Gebäude. Aber das ist ja nicht maßgeblich die Mitte, sondern maßgeblich ist natürlich da, wo ein Mensch belastet wird. Und belastet kann er sein, weil er hier seinen Arbeitsplatz hat. Oder aus dem Fenster schaut. Ich weiß nicht, gibt es da ein Fenster? Kann man ja mal überprüfen. Siebenbergstraße 3. Ist die Antenne?
schauen wir uns mal von hier aus an. Hieran sieht man, in welche Richtung die Kamera guckt. Also wir gucken Richtung dem Gebäude. Das ist das Gebäude, auf dem die Antenne ist. Und hier gegenüber ein Fenster. Na, spielt eine große Rolle. Sind das Fenster oder sind das Blechwände? Na, Fenster haben keine Dämpfung, Blechwände schon. Hier auch. Fenster. Na, da kommen wir noch drauf zurück. Jetzt sind wir bei dem horizontalen Abstand. So, und der wird als 55,9 angegeben. Und ich habe 44 gemessen, ne? 44,3. Jetzt tragen wir mal die 44,3 und gucken mal, wie sich der Wert verändert. Ganz drastisch. Fast ein Voltmeter macht das aus. Ich brauche den nur einmal eintragen. Der muss zwar in allen Spalten sein, aber das wird automatisch gemacht. Diese 11 Meter, die haben gewaltig Auswirkungen, weil dadurch natürlich das sind 25% oder 20-25% geringer Abstand. Und ich vermute, dass die das immer so machen. Ich habe das noch nicht weiter überprüft, aber vermutlich interpretieren die einfach den Abstand zwischen Omen und Antenne so. Antenne ist ja immer sehr, sehr präzise, das hat einen konkreten Standort, den kann man auch eben finden anhand der Zeichnung. Ich gucke das auch mal, ob sie den richtig gewählt haben. Da gucken wir hier die Bauzeichnung an. Muss irgendeine Draufsicht sein. Also das wäre die Hälfte, ein Viertel und hier auch. Also das ist ein Viertel, ne? Ein Viertel der Fläche nach außen und ein Viertel der Fläche nach hinten. Ja, das habe ich hier schon recht gut getroffen. Vielleicht also eher hier wäre das dann. Ne? Aber das macht jetzt für diese Abstandsmessung nichts aus. Also da kann man nicht viel schummeln, aber hier natürlich. Ne? Wenn man hier stattdessen, also sie haben ja offensichtlich, um jetzt auf die 56 zu kommen, ich lösche also mal diese Zeichnung und mache eine neue Zeichnung. Viertel, Viertel, messen, Klick, Viertel, Viertel und ziehe das hier hoch. Hier sind sie irgendwo hingegangen. Da sind sie also mitten in den Raum rein, anstatt den vorderen Bereich des Raumes zu nehmen, das Fenster. Na, unzulässig, weil da kann ja eine Person sein. Die Personen halten sich ja nicht immer in der Mitte des Raumes auf. Das sind ja willkürliche Werte, die Mitte zu nehmen. Es geht hier wieder, genau wie bei den Strahlen, Grenzen nicht um einen Mittelwert, sondern um den Ober-
Worst Case, den schlimmsten Fall. Und der schlimmste Fall ist, dass jemand hier am Fenster steht oder am Fenster sitzen muss. Wieder zurück zur Seite 7. So, also, das gilt es zu korrigieren. Die nächsten Werte sind wieder kalkuliert, die hier, das ist grau, der Azimut, das ist natürlich auch wieder, wie kommen die auf 215? Der Azimutwert steht ja auch hier drin. Reden wir vom gleichen Bau. 4a. 4a. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Da scheint also auch ein Fehler zu sein. Azimut. Das oben gegenüber der Antenne. 328. Wäre 338. Da sind die hier hingegangen. Komisch, ne? Mittel des Raumes, ne? Die hatten ja 56, sondern passt irgendwie gar nicht, ne? Man kann gar nicht keinen Punkt finden, der 328, aber 559 entfernt ist. Wenn ich das vergrößere, ist es leichter. Na gut, lassen wir es dabei, das macht den Kohl nicht fett. Also auch dieser Azimut, der lässt sich eben über das Kartenmaterial prüfen. Die nächsten beiden Zahlen sind wieder kalkuliert. Die kritische horizontale Senderichtung ist die gleiche wie hier oben. Das ist dies. Das ist eigentlich ein berechneter Wert. Der muss in Grau sein. Die kritische vertikale Senderichtung, da steht schon dabei, heraustüfteln, das ist eine Wissenschaft für sich, finde ich belanglos, kommt nicht viel bei raus, wenn man nicht an diese Antennendiagramme mit der hohen Dämpfung in vertikaler Richtung glaubt, wo ich noch drauf zu sprechen komme. Also das ignoriere ich auch. Dann werden diese Winkel berechnet, A ist eine Automatik. Und jetzt kommen wir zur Richtungsabschwächung. Und da treffen wir genau den Punkt. Da geht es also um die Antennendiagramme. Und zwar das sind diese letzten Seiten hier. Dies ist so ein Antennendiagramm. Da gibt es also für jede Frequenz ein eigenes Diagramm, das besteht aus zwei Teilen.
nämlich die Horizontalabschwächung und die Vertikalabschwächung. So, da sagen Sie, wenn der Hauptstrahlrichtung, die geht hierher, die nehmen dies praktisch als Nullpunkt. Die sind alle so gemalt, dass sie immer die Hauptstrahlrichtung ist, immer nach rechts. Das hat nichts damit zu tun, wo die Antenne eingebaut ist, sondern das ist so ein Standard in diesen Zeichnungen. Wenn die nach rechts geht, ich vergrößere das mal, das ist also die Richtung 0 und das ist 30 Grad davon entfernt und hier 30 Grad, also so eine 60 Grad Keule, da geben Sie zu, in diesem Bereich plus minus 30 Grad ist die Dämpfung fast nicht vorhanden. Aber bei plus minus 60 Grad, da geht das dann schon auf 3 Dezibel runter. 3 Dezibel ist halber Wert, halbe Strahlkraft. Und dann außerhalb von 60 oder genau genommen hier 58 Grad, da geht das jetzt drastisch runter, behaupten Sie. Und hier ist es also nur 10 Dezibel an dieser Stelle, das ist also hier bei 80 Grad. Und geht dann noch weiter weg. Immerhin strahlt er auch nach hinten, wie wir hier sehen. Hier beginnt hinten. Da ist auch noch Strahlkraft. 20 Dezibel entspricht 100, ein Hundertstel, ja, ist ja Minus, ne? Minus 20 Dezibel ist ein Hundertstel. Da kommt also immerhin hier nach hinten weg ein Hundertstel der Strahlung an. So, und diese Werte, die sollen wir jetzt hier ablesen und eintragen. Also das geht so. Azimut. Für die Richtung 200 nehmen wir das mal hier. Ne? Ich bin hier wieder bei 215. Wo kommen denn diese 215 her? Die steht doch. Omen 6. Omen 6. 328. Siehst du, da bin ich doch schon mal drüber gestolpert. Ich habe das falsch. Das ist ein falscher Wert. 328. So, so muss es heißen. So, und jetzt ist natürlich da, wo der Hauptstrahl am dichtesten dran ist, das ist dieser Strahl, Strahl 3, der in Richtung 300 Grad zielt, der ist natürlich am dichtesten dran und dementsprechend ist die Richtungsabschwächung hier als am geringsten notiert, nämlich nur 0,8. Ja, das findet man hier dann wieder. Also 300 Grad, das verglichen mit den 328, das sind also 28 Grad Unterschied. Ich gehe also jetzt von diesen Nulllinie aus, 28 Grad, das wäre 30 Grad, hier 28 wäre hier. Das ist also, und das ist 3 Dezibel, dann ist es also knapp unter einem Dezibel, also 0,8. Hat er richtig abgelesen, will ich gar nicht bestreiten. Anders jetzt in diesem Fall, dann nimmt er 22,6 Dezibel Abschwächung. Und zwar wegen der
328 im Vergleich zu 200. Das sind ja immerhin 128 Grad entfernt. Und 128 Grad, das ist Da landet man hier und da liest er jetzt raus über 30 Dezibel. Macht er 22 draus. Das ist dann auch wurscht, weil wenn eine Richtungsabschwächung größer 15 Dezibel ist, wird immer 15 genommen. Na, da ist hier so eine Deckelfunktion. Wenn es mehr ist, nimmst du die 15. Insofern braucht man da jetzt nicht kleinlich werden. Aber so kommt das eben zustande, dass er sagt, hier ist ja, der kriegt ja von dieser Strahlung gar nichts ab. Aber, und noch schlimmer ist es mit den Werten. Den vertikalen Richtungsabschwächungen. Ja, die ist in diesem Fall minimal, weil das Omen praktisch auf fast gleicher Höhe ist. Und dadurch diese Hauptkeule ist, die in diesem Bereich nicht geschwächt ist. Aber was ist bei Omen unten? Die unten im Erdgeschoss sind, die werden hier gar nicht, untersucht, weil die Richtungsabschwächung hier so stark ist, das geht hier in Richtung 20, 30 Dezibel, also da wird dann mal 15 eingetragen. Und das sind ja dann nur noch ein Vierzigstel der Strahlung. Und dann wird behauptet, dass der Omen gut geschützt ist. Ist aber meines Erachtens Quatsch. Ich habe das also nachgewiesen am Beispiel Moorgarten, wo wir, wie gesagt, die antennentechnischen Daten von Huawei vorliegen haben im Vergleich zu diesem Antennendiagramm und festgestellt haben, es gibt diese Abschwächung gar nicht, diese Richtungsabschwächung. Denn wir haben es mit einer adaptiven Antenne zu tun. Und eine adaptive Antenne wird ausgerichtet in die Richtung, wo man sie haben will und dementsprechend der Strahl auch verstärkt. Die haben ein Hundertfache mehr Power, als was hier angegeben wird. Das heißt, in dem Moment, wo sie sehen, ich bin in einer abseitigen Richtung, zum Beispiel senkrecht nach unten, wo die Antenne vielleicht tatsächlich Schwierigkeit dahin zu kommen, dann drehen die einfach auf. Stell dich mal mit einem 5G-Handy unterhalb von so einer Antenne. Was meinst du, wie stark der Strahl da ist, wie viel Voltmeter da ankommen? Da gibt es keine Richtungsabschwächung, weder vertikal noch horizontal. Von daher kann man diese Werte alle getrost auf Null setzen bei adaptiven Antennen. Dann machen wir das mal nur bei denen, wo sie sagen,
wo sie zugeben, dass die adaptiv ist. Das ist ja der, diese hier. Tragen wir Nullwerte ein. Und in 0, nix sind wir 60% über den Grenzwert gekommen. In Voltmeter sieht das nicht so schlimm aus, da ist es ja nur 1,4 Voltmeter mehr als zulässig. Aber das ist auch eine Vertuschung, weil dieses Voltmeter nämlich logarithmisch ist. Erst wenn man es umrechnet in Milliwatt pro Quadratmeter, also das, was an Leistung, an Strahlung pro Quadratmeter, pro Fläche ankommt, das ist ja das, ne? Die Leistung, die Energie, die ankommt, wird ja in Watt gerechnet und nicht in Volt. Volt ist eine Spannung. Und das ist ein Wert, der also gar nicht fühlbar ist, sozusagen. Voltmeter, was soll das sein? Das ist ja rein rechnerisch, weil Watt ist Ampere mal Volt. Und Ampere mal Volt pro Quadratmeter ist die eigentliche Einheit. Also wie viel Watt, wie viel Leistung kommt auf eine Fläche von einem Quadratmeter an. Und da man das wegkreuzen oder praktisch eine Wurzel draus ziehen kann, ne? Ampere und Volt und Quadratmeter die Wurzel ziehen, dann kommt man auf Volt pro Meter. Gibt es hier eine Proportionalität dazwischen, ne? Hier ist die Formel. So rechnet man das Ganze um. Und dann sieht man also, wie stark das eskaliert, wenn ich hier also praktisch statt, na, ich trage hier mal 5 Volt ein, 5 Voltmeter, das ist ja der Grenzwert, dann wird hier 66 Milliwatt pro Quadratmeter angezeigt, das sind 100% des Grenzwerts. Aber wenn ich den verdoppel und 10 Voltmeter eintrage, dann haben wir hier schon das Ganze im Quadrat, nämlich 400%, das Vierfache. Ja. Und das vertuschen sie durch diese auch wieder willkürlich gewählte Einheit, anstatt dass wir von Milliwatt pro Quadratmeter reden, um uns das vertraut zu machen. Ja. Sagen sie, wir brauchen eine fünffache Erhöhung oder eine zehnfache Erhöhung wollen sie ja uns zumuten. Also zehnfach wäre 50 Voltmeter. Ne? Das ist dann gleich eine 10.000%. Eine Verhundertfachung der Energie, die beim Menschen ankommt. Das sind so Zahlenspielereien, die sie machen für die Leute, die nicht in Quadraten, Wurzeln und so weiter rechnen können. Ja, also hier ist der wunde Punkt. Ich nehme mal wieder die Formel da rein, ich habe das ja alles überschrieben. So, jetzt sind wir wieder da. Und wenn wir akzeptieren oder herausfinden sollten, dass das auch adaptive Antennen sind, wie ich vermute, dann sind wir auch schon bei 400%. Einem Vierfachen der zulässigen Leistung. Ja, wobei dann, wenn das stimmt, dann sind natürlich auch diese Werte hier alle zu verfünffachen. Ne? Dann haben wir nämlich hier 2500 in Wirklichkeit und hier 3500 und hier 1500 und dann kommen wir der Wahrheit näher. Das ist also dann ohne Korrekturfaktor unter Berücksichtigung, dass das auch adaptive Antennen sind. Und da sind wir schon bei 2000%, also eine Verzwanzigfachung der zulässigen Energie. Ja.
Das war also der Knüller, aber es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, auf die ich eingehen will. Hier haben sie zumindest zugegeben, dass da eine Glasscheibe ist. Das war auf Seite 18. Mauerwerk mit Glas, nein, Mauerwerk ist es nicht, es ist wohl Blech, eine Blechwand, aber es ist eben Glas. Auch reine Mauern haben keine Dämpfung. Das kann man hier nachlesen, da habe ich eine Tabelle gemacht. Eisenbeton hat eine Dämpfung von 15 Dezibel, Metallfassade auch, Backstein 5, Holz, Ziegeldach, Glas 0. Also da lohnt es sich auch nachzufassen oder auch mal hinzugucken. Teilweise wird das schon durch Google Street View offenbart, ob da geschummelt wurde. Natürlich, wenn sie angeben Glas und Null, braucht man nichts machen. Wollen wir sie nicht widerlegen. Aber wenn sie hier sagen Metallfassade, Abschirmung, dann sollte man sich das genauer angucken und sagen, ist das wirklich so? Und das gegebenenfalls bemängeln. Ja, das war's eigentlich. Dann sind wir durch. Das waren die Punkte. Ich hoffe, ihr konntet folgen. Es war ja nicht immer so lückenlos und gerade referiert. Tut mir leid. Aber so ist das nun mal. Das ist auch für mich ein neues Fachgebiet, was ich gerade erst gelernt habe. Und begonnen habe, das zu verstehen, aber immerhin so gut, dass ich die Lügen erkenne, die da drin stecken. Jetzt gilt es, das zu beweisen. Und das machen wir dadurch, dass wir eben darauf bestehen, dass diese technischen Datenblätter der Antennen original vom Hersteller beigebracht werden. Und ohne dem ist der ganze Bauantrag hinfällig. Das ist einfach nicht zu akzeptieren, dass die Bauämter, auch die NIS-Stellen, BAFU und so weiter, alle das akzeptieren, dass da Geräte eingebaut werden, Antennen eingebaut werden, die ja immerhin ferngesteuert werden. Sogar bekannt ferngesteuert aus dem Ausland, aus dem Osten irgendwo. Ja. Aber was glaubst du, welche Techniker Huawei im Osten ausgebildet hat? Ja, man nimmt natürlich die günstigsten Arbeitskräfte und die findet man nicht in Osteuropa, sondern in China. Da arbeiten Leute für 50 Dollar den Monat. Und da steckt Huawei und deren technischen Datenblätter sind im Original in Chinesisch. Und dann mühsam ins Englisch übersetzt. Also was glaubst du, welche Nationalität die Techniker haben, die also die Fernsteuerung dieser Antennen machen? Ist eine Vermutung von mir, kann ich nicht beweisen. Man glaubt, dass es irgendwo in Osteuropa ist, die Zentrale. Aber die Adresse ist geheim, um dem Terrorismus keine Nahrung, keine Daten zu geben. Also seit wann ist Geheimhaltung ein guter Schutz? Also vor allen Dingen Schutz gegenüber der eigenen Bevölkerung, die den als gläserne Bürger gewünscht werden, aber wir brauchen eine gläserne Regierung und gläserne Industrie, die sich überwachen lässt und anschauen lässt. Das wollen sie verhindern und wir müssen aufklären und aufzeigen, was das für Konsequenzen hat, wenn wir mit unserer Forderung nach Transparenz nicht durchdringen, nämlich dass wir mit dem 20-fachen der zulässigen Strahlung bestrahlt und gequält werden. Soweit, vielen Dank. Danke für eure Aufmerksamkeit. Stehe für Nachfragen hierzu zur Verfügung. Auch für Korrekturen, falls jemand einen Fehler gefunden hat, bin ich gern bereit, das einzuarbeiten. Danke sehr und auf Wiederhören.